Moin Moin und herzlich willkommen auf der Norder. Jetzt habe ich mich total verhaspelt. Fangen wir nochmal von vorne an, ne? Die Zeit nehme ich mir. Moin Moin und herzlich willkommen auf der Nordermarsch im LS22. Jetzt habe ich's. wir sind immer noch beim Düngen. Und ich suche gerade immer noch das Feld 21, obwohl ich habe es, glaube ich, gerade gefunden. Genau. Haha. das können wir auch mal eben schnell selber düngen. Ja, da. Ja, genau, M. Wer die letzte Folge gesehen hat, wir sind ja schon seit ein, zwei Folgen am Düngen, aber sind damit auch schon fast fertig. Wir haben die 21 jetzt noch, die 39 noch. Und dann hatten wir ja letzte Folge ein neues Feld gekauft. Zukunftsmusik, beziehungsweise wenn wir das Feld abgeerntet haben, erfülle ich ja Wünsche von den Zuschauern und dann gibt es ja die Gewächshäuser. Ne, da freue ich mich auch schon sehr drauf, noch eine zusätzliche Einnahmequelle zu haben. Und worauf ich mich noch mehr freue, ist dann auf einen zweiten Traktor. Weil dann können wir auch parallel arbeiten. Klar, dann steigen die Lohnerkosten, aber das eine, was man will, und das andere, was man halt muss. So, ich habe bei den Düngerstreuer die Arbeitsbreite. Ich wollte gerade sagen, verstellt. Eingestellt, umgestellt, wie auch immer. Weil der doch schon ganz schön breit rauswirft. Und wir aber nur kleinere Felder haben. Und da finde ich das schon schöner, mit einer kleineren Arbeitsbreite denn zu düngen, als mit so einer ganz, ganz riesigen, und dann hast du nur noch so eine schmale Bahn. Dann kannst du die Arbeitsbreite gleich auch schmal stellen und dann fährst du halt eine Bahn mehr. Ne? Ich finde das irgendwie schöner. Weiß ich nicht, ist wahrscheinlich Geschmackssache. So. Dann müssen wir gleich mal auf die Karte schauen und gucken, wo das andere Feld ist. Denn das dürfte ich jetzt hoffentlich ganz gut gedüngt haben. Hoffe ich? Weiß ich nicht. Ja, muss gepflückt werden, weiß ich. Muss gekalkt werden, weiß ich. Ja, also bis auf eine Ecke ist es perfekt. Wunderbar. Dann müssen wir. Ich weiß Bescheid. Vielen Dank für die Nachricht. Ganz schön weiten Bogen fahren. Aber einen richtig weiten Bogen. Sei es drum, dann ist das so. Ich komme auch hier lang, oder? Ah, ja, da vertreibe ich wieder die Rehe. Okay, der Bogen wird gerade relativ kurz und schmal. Ich habe diese Straße hier nicht gesehen. So, die 39, das ist die 40 hier links. Und das müsste die 39 sein. Wunderbar. Machen wir die auch eben schnell. Kann man mal eben kurz gucken. Gucken. Also wir haben die drei Felder, die beiden Felder. Die 49 fehlt denn noch. Ha, ein Feld fehlt denn noch. Gut. Dann müssen wir gleich ganz hoch pesen. So 49. D
damit wir die dann auch nochmal düngen können. Und dann weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf, ob ich beim Händler noch Dünger stehen gelassen habe. Ich glaube ja. Ich glaube. Springen wir gleich mal hin und gucken nach. Weil bevor wir hoch zu 49 fahren, könnten wir ja zur Not den Dünger beim Händler gleich nochmal mitnehmen. So. Dann steht er da nicht ewig rum. Wird nicht nass und verklumpt denn nicht. Oder wir fragen den lieben Händler, ob er den Sack dann mal eben schnell wieder mit reinfährt, sodass wir den dann auch beim nächsten Mal mitnehmen können. Das geht natürlich auch. Muss ich mal gucken, ob er es macht. Da wir ja eigentlich sehr gut bei ihm im Einkauf sind, ja, vielleicht ist er so lieb und macht das einfach. Kriegt er beim nächsten Mal einen Kaffee ausgegeben. Oder ich bringe ihn einfach Frühstück mit. Habe ich die Brote und dann dürfte das eigentlich auch gehen. Warum flippst du denn aus, mein liebes Telefon? Würdest du mir das verraten? Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt mit Samsung. Dein Fitnesstrainer wartet. Okay, ich habe zwar keinen, aber passt. Stimmt schon, passt. Gut, lassen wir mal einfach so stehen, ne? Wie komme ich denn jetzt hier raus? Aus dem Irrgarten. Und, was noch viel wichtiger ist, schöner ist, jetzt sind wir hier wieder beim Deich, ne? Wie komme ich zur 49? Kann ich da irgendwie was... Ey, perfekt. Die ganze Zeit geradeaus. Passt. Also ich frage, ne? Nach der Folge setze ich mich mal mit dem Händler in Verbindung und frage mal, ob wir dann noch Dünger liegen haben und ob er den nicht irgendwo unterstellen kann. Kommen wir jetzt hier irgendwo rüber, dann müssen wir... Perfekt. Perfekt. Abkürzung zu 49. Die allerbeste Abkürzung. Hätten wir eigentlich auch unseren Deich düngen können, oder? Können wir auch beim nächsten Mal machen. Das können wir auch beim nächsten Mal machen. Dann bleibt das dieses Mal naturbelassen. Bestes Futter. So, 49. Da bist du ja. Und dann düngen wir hier jetzt nochmal letztes Feld, was wir düngen müssen. Dann sind wir davon ab. Und dann können wir uns den Drescher schnappen und unser neu erworbenes Feld abdreschen. Das ist ja auch gar nicht mal so verkehrt. So. Die Ecke erwischst du hoffentlich noch. Jo. Das läuft. Ja, müssen wir hier wahrscheinlich noch einmal rumfahren. So, auch wenn ich da gleich mehr Dünger drauf haue aufs Feld, als eigentlich mir lieb ist. Aber dann ist das so. So, einmal kurz noch zurück und dann dürfte das Feld auch wieder fertig sein.
Und wir können direkt zum Hof. Wunderbar. Denn... Ach, jetzt können wir auch die Halle begutachten. Ich weiß gerade gar nicht, kann man die so kaufen? Nee. Finde ich ja schon wieder schade. Ein Sammelobjekt. Ich finde es gut, dass das hier als Deko eingebaut wurde, aber ich finde es schade, dass man nicht zusätzlich die Halle... Man kann sie benutzen. Das ist auch nicht schlecht. Also man kann die Halle benutzen, aber man kann sie nicht kaufen. Ah. Also der Nachteil wiegt den Vorteil. Oder der Vorteil wiegt den Nachteil wieder auf. So rum muss ich das sagen. Andersrum wäre es für die Katz gewesen. So. Ah, wieder ein bisschen auf den Verkehr achten, nicht, dass ich wieder Unfälle baue. Jo. Das hatten wir ja schon. Und denn hier rechts ist auch schon... Oh. Ich ein Glück. Hier rechts ist auch schon unser neu erworbenes Feld. Das können wir abernten und natürlich den Ertrag verkaufen. Und davon gibt's denn, dafür gibt's denn die Gewächshäuser. Ja, dreckig geworden ist der Düngerstreuer nicht, ne? Aber reparieren würde ich den jetzt auch nicht. Den stelle ich ihn einfach mal wieder so, wie er ist, zurück. Das Gewicht wollte ich nicht absenken. Ich wollte eigentlich den Düngerstreuer absenken. Ach, Manu. So, dann können wir uns aber schon mal den Kipper schnappen. Dann müsste er, wenn ich richtig liege, in der großen Halle stehen. Ja, da ist er. Ich weiß gar nicht, ob wir mit unserem Abladerohr da hochkommen, aber probieren geht über studieren. So. Dann bringen wir den nämlich schon mal zum Feld. Dann ist das schon mal vorbereitet und dann bereiten wir gleich den Drescher noch vor. So, ja, dürfte gehen, oder? Ich glaube schon. So. Deine allererste Arbeit. Wir benötigen und brauchen dich. Mit all deiner, ich habe mal gesagt, Muskelkraft. Ja, es wäre wahrscheinlich einfacher, wenn ich geradeaus rausfahre, ne? Als wenn ich hier versuche zu drehen und da durch das Tor raus zu wollen. So. Ich bin auch immer noch am Überlegen, ob wir die Silage für Tiere nutzen. Oder ob wir die Silage in die Biogasanlage reinfüllen und dadurch dann noch ein bisschen mehr Geld verdienen. So, den Schneidwerkswagen kann ich hier stehen lassen. Dann wird das Schneidwerk schon mal angekoppelt. Da. Den Korntank auf und dann können wir anfangen dreschen, wenn kein Verkehr kommt. Ne, kommt nicht.
Da hinten ist die Feldeinfahrt. Dann nutzen wir die doch auch mal. Ausnahmsweise nutzen wir die. Ich weiß gar nicht, kriegen wir jetzt hier auch Stroh runter? Ja, wir kriegen sogar Stroh. Cool. Wir kriegen sogar Stroh. Ist das nicht cool? Ja, dann haben wir auf jeden Fall nächste Folge noch ein bisschen mit der Ernte zu tun. Der Tank füllt sich auch mega schnell. Der Preis war, glaube ich, oder schwankte, glaube ich, zwischen 1500 und 2000 Euro. So um den Dreh. Für das Getreide. Das bringt richtig Geld gerade. Das ist echt cool. So, dreschen wir hier ein schönes Vorgewände ein. Und dann können wir auch Bahn abdreschen. Dann würde ich jetzt aber auch wieder sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch natürlich noch ein wunderschönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns gerne später wieder zu einer weiteren Folge auf meiner Liste. Wer genau wissen möchte, wann sein Lieblingsprojekt kommt, einmal in die Videobeschreibung den wunderbaren Pfeil hier unten auf YouTube anklicken. Da ist alles wunderbar beschrieben. Oder ich hoffe, einigermaßen gut beschrieben. Ich habe mir auf jeden Fall mega viel Mühe gegeben. Ich hatte es einmal kurz grob überschlagen, aber ich hoffe, man kann es erkennen bzw. findet es raus, wie denn so die Uhrzeiten sind. Und ich will immer das Schneidwerk heben und krieg's nicht hin. So, jetzt aber. Und dann sehen wir uns gerne später wieder. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut, lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal. Bis denn, ne?